Hi, wir haben heute leider bei Tag 7 und ich sollte auf jeden Fall reingucken in dieses Bienenvolk, weil vor 7 Tagen hatten wir ja Schwarmzellen. Leider haben wir heute nicht so tolles Wetter. Wir haben 11 Grad, es nieselt, es ist unglaublich ungemütlich heute und trotzdem wäre es jetzt bei dem Volk nicht gerade klug zu schieben, weil ich kenne die schon, die haben Druck. Und bevor da morgen Schwarm rausgeht, gucke ich die heute durch. Ganz davon abgesehen, habe ich ja auch ein paar Mal das schon gesagt, in der Berufsimkerei hat man halt nicht immer die Möglichkeiten, die Tage auch so zu wählen, dass es halt auch passt. Ich habe zum Beispiel morgen einen komplett vollen Tag. Das heißt, wenn ich die heute nicht durchgucke an Tag 7, dann würde morgen Tag 8 für mich ausfallen, wegen Zeitgründen. Und Dienstag auf Tag 9 schieben. Für so ein großes Bienenvolk würde auch ich jetzt mir nicht zutrauen wollen. Die Chance ist sehr hoch, dass sie dann abschwärmen. Deswegen erkläre ich das jetzt schnell, was ich mache. Es ist zu kalt, um jetzt irgendwie einen Kundschwarm zu ziehen. Es ist mir auch zu ungemütlich, mit den Zellen, die drin sind, zu arbeiten. Also sprich, eine Königinvermehrung heute zu starten. Ich werde jetzt heute einen von den drei Möglichkeiten nehmen, um den Schwarmtrieb zu reduzieren bzw. komplett runterzunehmen. Und eine von diesen Methoden wäre jetzt Zellen brechen und genau in 7 Tagen wieder reinschauen. Das machen wir heute. Das heißt, ich gucke relativ schnell meine 11 Brutwaben unten durch, einfach aus den Wettergründen raus und breche jede Schwarmzelle weg. Wenn die klein sind, übrigens drückt man die rein und wenn das lange Zapfen sind, dann nehme ich sie und zupfe sie weg. Wenn wir jetzt eine bessere Wettersituation hätten, würde ich definitiv mit den Schwarmzellen arbeiten können, aber das geht heute nicht. Aber ist auch nicht schlimm, weil genau in 7 Tagen werden die definitiv wieder Schwarmzellen haben. Und dann kann es mit der Königinvermehrung auch fröhlich weitergehen. Schön, heute habe ich mal ein bisschen Gras noch da drin. Das ist ja hier bei mir an dem Bienenstand tatsächlich knapp. Und meine Blühwiesen will ich jetzt auch nicht hier in den Smoker packen. Da könnte man sogar noch das Taschentuch hier mit anzünden. Da haben wir ja schon so ein halbes drin. Machen wir das mal. Oh ja, und für die, wo die letzten Videos hier für dieses Bienenvolk gar nicht gesehen haben, ich habe beim letzten Mal Bienen rausgenommen und 2 Brutwaben, um den Schwarmtrieb schon mal runter zu reduzieren. Das heißt, wir können jetzt heute sehen, ob sie die 2 Oberträger, die ich vor 7 Tagen reingelegt habe, auch wieder schön ausgebaut haben oder ob sie da eher faul waren. Ich versuche hier nicht viel zu reden. Am besten gar nichts, dass sie mich nicht ins Gesicht stechen. Wahnsinn. Zweiter Honigraum ist hier auch schon richtig voll geworden. Also nicht nur mit Bienen, sondern tatsächlich mit Honig. Dafür ist der untere Raum leerer geworden. Der war das letzte Mal schwerer und es lag nicht daran, dass die Bienen das hochgetragen haben, sondern es lag daran, dass wahrscheinlich die letzten Tage zu wenig Nahrung reinkam und sie dann wieder gefressen haben. Also diese Waben waren das, wo ich das letzte Mal reingelegt habe. Da ist noch nicht wirklich viel passiert. Es gibt auf jeden Fall eine Drohnenwabe. Und die Wabe habe ich denen auch reingelegt. Und da ist noch, ja, da haben sie jetzt gerade mal ein kleines Zäpfchen gebaut. Da machen wir jetzt gleich einen kleinen Trick, dass wir die Wabe schneller ausziehen.
Mit der Wabe macht man auch denselben Trick. Das war jetzt nur ein Näpfchen, da war auch noch gar kein Ei drin. Hier ist auch nur ein Näpfchen. Hier haben wir definitiv eine Schwarmzelle. Ja, da ist ein Ei drin. Und das hier sieht auch aus wie ein Ei drin. Ja, ist auch ein Ei drin. Näpfchen, Schwarmzelle mit Füllung, auch eine Schwarmzelle. Jetzt machen wir hier diesen kleinen Trick. Dieser Trick führt übrigens, also es geht in Richtung konventionelle Bienenhaltung, weil da macht man ja auch eine Brutnestauffächerung. Eigentlich möchte ich das nicht tun, mein Brutnest auffächern, nur jetzt speziell auf mein Homehive-System gemünzt. Wenn ich zwischen zwei Brutwaben hier mal kurz einen leeren Oberträger rein tue, das ist unglaublich, wie schnell und wie sauber die diesen Oberträger jetzt mit neuem weißen Wabenwerk ausbauen. Wenn ich die hier an die Seite hänge, kann das teilweise, wenn sie nicht richtig viel Nahrung reinkriegen, extrem lange dauern, bis sie mir eine Wabe ziehen. Und wir brauchen auch hier bestenfalls 11 Waben voll fürs Spätjahr, weil da geht es dann ja definitiv mit der Varroa-Geschichte los. Und das zeige ich euch auch hier alles in dem Tutorial, wie man hier die Bienen entmilden tut mit dem doppelten Bannwabenverfahren. Und dafür brauche ich eben jede Wabe. Deswegen ist es immer gut, wenn man in der Saison guckt, dass die Bienen halt diese 11 Waben auch voll ausbauen. Und da kann man tatsächlich hin und wieder diesen kleinen Trick benutzen, das Brutnest auseinander zu fächern und zwischen zwei Brutwaben einen leeren Oberträger reinzuhängen. Grundbedingung für so eine Aktion ist logischerweise immer ein sehr starkes Bienenvolk, das eben nicht an der Seite irgendwas hier auskühlen kann. Das heißt, wir brauchen einfach Bienenmasse, die dann auch das gescheit machen für uns. Und ja, also so ein großes Volk, die werden die Wabe in den nächsten Tagen komplett runterbauen. Das ist auch eine Schwarmzelle. Hier nochmal. Ein schöner Nebeneffekt ist übrigens, wenn ich dann hier zwischendrin noch einen Oberträger reinpacke, dass sie den nicht nur gerade ausbauen und fix und schnell ausbauen, sondern dass man auch dadurch wieder den Schwarmtrieb runterdrosseln kann. Das hier war die Drohnenbrut, wo wir das letzte Mal gesagt haben, wir lassen sie schlüpfen. Also halten wir uns auch dran. Die dürfen hier schlüpfen zur Begattung.